Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Link's Awakening. Wir haben im letzten Video hier den Wurmpalast unsicher gemacht und haben uns das erste Instrument geholt, und zwar die Muschelgeige. Hier ist sie. Es fehlen jetzt somit nur noch, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Instrumente. Und ja, der Uhu hat uns hier wieder auf eine Mission geschickt, und zwar zum Sumpf. Aber schauen wir mal, was hier in der Stadt so abgeht. Ey, du da, es ist ganz was Schlimmes geschehen. Ja, ganz schlimm. Die Moblins sind ins Dorf gekommen. Ja, ganz viele. Eine ganze Gruppe von Moblins. Moblins. Dann sind sie zum Haus. Ja, dem Haus vom Komet und der Frau. Sie haben etwas ganz Böses getan. Oh ja, das war vielleicht böse. Finde besser selbst heraus, was geschehen ist. Okay. Und die Frau sieht auch nicht so happy aus. Crash! Es ist jetzt schlecht! Sie haben meinen Komet entführt! Die Moblins! Warum hilft denn keiner meinem Komet? Okay, alles mit der Ruhe. Alles mit der Ruhe. Da war ja dieser Kettenhund davor. Das ist, glaube ich, Komet. So, Clef, Clef! Okay. Na gut, wir wissen Moblins und wir wissen, Komet ist weg. Das sagt uns, die Moblins haben den Kometen. Somit müssen wir uns den holen. Der Uhu hat gesagt, rein in den Sumpf. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Sumpf. So, der Waschbär ist ja nicht mehr da. Den haben wir im ersten Video hier erfolgreich aus dem Weg geräumt. Und ich hoffe, wir können da bald mal hier unseren Komet suchen. So, da kommen wir raus. Da waren wir noch nicht zuvor. Das ist jetzt ziemlich neu. Und das sind diese coolen Telefone. Telefonhäuser nenne ich sie mal. Wo man sich immer die Hinweise holen kann. So. Tut, tut. Ja, hier Ulria. Frag mich alles, was diese Insel betrifft. Ruf mich an, wenn du mal nicht weiter weißt. Nun, die meisten Moblins leben im Zauberwald, aber einige leben in einer Höhle, in den Taltalhöhlen. War das das, was du wissen wolltest? Glück. Tut, 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 tut. Ja, das war eigentlich ja schon mal mein Anfang, die Taldalhöhlen. Da ist der Schleimsumpf und da sieht es nach Höhlen aus und da sind Moblins. Ey! Ich hasse die Löcher! Moblins, gib mir den Hund! Hey! So, schauen wir mal da rein, was da so gibt. Eine Kiste. Kisten sind immer gut. Öffnen wir gleich mal. Oh yeah, 20 Rubine. Prima! Momentan gibt es ja noch nicht viel Einsatz für diese Dinger. Da ist eine Kiste. Das können wir nicht aufheben. Das ist zu schwer, um es mit bloßen Händen aufzuheben. Okidoki. Dann schauen wir hier weiter. Raus mit der Sprache. Wo sind die alle? Taldalgebirge. Aber wir müssen zu den Taldalhöhlen. Da drüben sieht es sumpfig aus. Na gut. Gehen wir mal darüber. Gehen wir mal. Ah, das Braunherz hole ich mir. So, Schleimsumpf. Hey! Er kann mich mit seiner Flosse kaputt machen. Die Blume hasse ich auch. Ah! Oh, den Piranhas. Ah, oh! Drüben ist ein Moblin, das sieht schon mal gut aus. Der ist auch zu schwer. So, nochmal auf die Karten. Kokolinsteppe. Okay, da können wir überall nicht hin. Da sind auch Steine. Wir müssen in eine Höhle. So, da unten geht es auch nirgends hin. So. Zurück hier mit uns. Da drüben sind Moblins. Kann ich da irgendwie rüber?
kann ich leider auch nichts wegschieben. Und die Pflanzen gehen hier auch nicht weg. So, wir haben fast kein Leben mehr. Oh. Jetzt muss ich mich wirklich zusammenreißen. Ja, jetzt bin ich weg. So, ich glaube, es ist eigentlich das erste Mal in diesem Let's Play, wo ich mal Game Over bin. Ich möchte jetzt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich glaube, das war jetzt wirklich das erste Mal. Gibt es einen Counter, wie oft man schon draufgegangen ist? So, den Sumpf haben wir ja durchquert, aber irgendwie ohne Erfolg. Da sind viele Moblins. Was steht denn da so? Schleimsumpf, Zauberwald. Schauen wir nochmal in die Karte. So. Da sind wir angestanden, da kommen wir auch nicht drauf. Da kommen wir nicht rein. Da sind diese Blumen davor. Aber irgendwie müssten wir darüber kommen. Ich schau mal da. Wir schauen mal da runter. Dann können wir hier über dieses Loch hier springen. Schauen wir mal darüber, machen wir das. Ja, das Springen erleichtert schon einiges. Man kommt hier viel schneller von A nach B, weil man eben jetzt über diese Löcher springen kann. So, ich brauche jetzt unbedingt Herzen. Ich brauche unbedingt Herzen. So. Den können wir uns eigentlich jetzt auch holen. Yes! Ein Herzcontainer. Nein, ein Herzteil. Kein Container. Das ist noch kein ganzes Herz. So, was steht hier so? Talteilhöhle. Ah, da sind wir schon auf einem guten Weg. Und das da unten sieht sehr moblinhaft aus. Ein Fisch. Im Wind ist kein Fisch und kein Vogel. Okay, danke. Okay, cool. So, go! Hey, was willst du hier? Jungs, wo seid ihr? Ich brauche Hilfe. Ja, wir haben hier schon mal gerade den Hund gehört. Der ist mal weg. Immer schön das Schild halten. Man kann ja gleichzeitig das Schild halten und schlagen, was ich schon mal sehr gut finde. Weg mit dir. Das sieht nach Boss aus. Ah, ah. Du musst der Kopfgeleger sein, den Madame Mio Mio gesandt hat, um ihren Köter zu retten. Du solltest erstmal dich retten. Okay, Boy. Chill. Chill mal. So, wie viele Schläge kannst du einstecken? Bam. Oh, hey. Yes. Und da ist er weg. Was hast du davon? Hast du stärker ausgesehen, als du eigentlich bist. Und da ist wieder so eine Fee. Frag mich wirklich, was es damit auf sich hat. Weil es steht nirgends was, was passiert. Also, dass irgendetwas passiert, wenn man das nimmt. Oh, hi. Du hast Komet gerettet. Ein furchterregendes Vieh. Okay. Aber er kann mir hier folgen. Das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Ich würde sagen, wir gehen damit mal hier runter zu seiner Besitzerin. So. Jetzt kommt Uhu wieder angeflogen. Uhu, das ist ein furchteinflößendes Tier. Was du dabei dir hast. Vergiss nicht das Musikinstrument im Schleimsumpf. Ja. Uhu, machen wir natürlich. Das Musikinstrument im Schleimsumpf. So. Eigentlich möchte ich ja nur zurück zum Dorf. Schaffen wir das auf diesem Weg? Es sind überall diese Steine und Steine können wir noch nicht aus dem Weg räumen, leider. Dafür sind wir noch zu schwach. Aber jetzt schalten wir wenigstens mal was auf der Map frei. So, jetzt sind wir im Friedhof.
schön durchs hohe Gras. Hohe Gras erinnert mich immer an Pokémon. Immer wieder erinnert mich das an Pokémon. So. Drüber. Okay, sind wir da. Ha! Ah, der Hund ist genial. Wie er einfach alles angreift hier. Und er zerstört sogar die Schildtypen. Ah, das ist nice. So, da geht's, glaube ich, zum Ort. Es wäre cool, wenn es irgendwo eine Minimap geben würde, dass man einen guten Überblick hat. Das wäre schon eine feine Sache, muss ich sagen. So, zeigen wir der Madame mal, dass wir ihren Hund hier haben. Merci, danke. Du hast mir meinen kleinen Komet zurückgebracht. Klein, ernsthaft jetzt? Aber könntest du mit ihm kurz Gassi gehen? Ich bin gerade etwas unpässlich. Du tust das für mich. Vielen Dank. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal mit dem Köter hier. Ja, Gassi, wir müssen ja sowieso in den Sumpf. Und dann schauen wir mal, wie wir den dort so gebrauchen können. Weil ihr habt es gesehen, er ist ziemlich bissig. Mal schauen, ob wir da die eine oder andere Pflanze dann wegbekommen. Na gut, Leute. Ich würde sagen, das war's in dieser Folge von The Legend of Zelda Link's Awakening. Bereits der dritte Part. Ja, das Spiel ist mega, mega cool. Falls euch dieses Video gefallen hat, nicht vergessen, dem Ganzen hier einen Daumen nach oben zu geben. Falls du neu hier bist auf meinem Kanal, würde ich mich sehr, sehr, sehr über ein Abo freuen. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du einfach gar nichts mehr auf diesem Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao!